Hi, hallo, willkommen zur zweiten Folge von This is the Police 2. Das Spiel erscheint am 2. August, das ist ein Preview-Let's Play. Falls ihr die Folge 1 verpasst haben solltet, was ich nicht hoffe, hier ist der Link auf diese Folge Nummer 1. Das Spiel bringt uns ein Strategiespiel kombiniert mit Adventure, mit viel Story. Es bringt uns Rundentaktik in den Gefechten, Managemententscheidungen, knifflige Managemententscheidungen bei knappen Ressourcen und vieles andere, eine ziemlich abgefahrene Mischung. Wir spielen hier die neue Sheriff-Frau, die neue Sheriff-Beamtin in einer nordamerikanischen Kleinstadt. Bitterkalt ist es, draußen liegt Schnee. Hier haben wir ein Verhör zu führen mit einem von unseren Untergebenen, von unseren Polizisten verprügelten Gefangenen. Einem Mafiosi, einem Gangster oder irgendeine andere Art von Schurken. Mal gucken, was wir aus ihm rausholen können. Unser Vorgänger Sheriff Wells ist ermordet worden. Das hatten wir im Tutorial erlebt. Und mal gucken, ob wir aus Wally Melton, unserem Gefangenen, irgendetwas Gescheites herausbekommen können. Und verschiedene Möglichkeiten wird uns angeboten. Das ist so die ganz sachliche Sache. Das ist, wir machen, bereiten ihm ein bisschen Hoffnung. Und das ist der Punkt Drohung. Drohen passt, glaube ich, nicht so gut richtig zu der Figur, die wir hier spielen, weil die war eher angenervt über das seltsame Gequatsche ihrer Untergebenen. Die haben ja schon Gewalt ausgeübt und formulieren ständig ziemlich schrägen Scheiß vor sich hin. Wir machen es mal auf die ganz, ganz sachliche Weise. Ja. Nein, sagte Wally Melton, ich bin gar nicht aus der Gegend und ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Sheriff. Ist auch das erste Mal, dass ich dich sehe. Bist du hier die Sekretärin oder was? Oh, da zuckt mir doch glatt die rechte Faust. Und ich würde ihm gerne eine rein. Nein, das mache ich natürlich nicht. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Wie kann es denn weitergehen? Drogen? Sie haben ein Versteck und in dem Versteck werden immer niemals Drogen ausgeübt. Und wo sind die bewahrt, wo sind die Drogen denn stattdessen? Wir wollen erstmal wissen, wo das Versteck ist und hoffen, dass wir ihn durch ständiges Generve und Gefrage kleinkriegen. Oh Gott, klar, das ist die Schwanzstraße 69. Geh mal nachsehen. Wirst du lieben. Naja, das ist wirklich Humor auf dem höchsten Niveau, das man sich vorstellen kann. Respekt, Wally Melton, das war jetzt nicht so ganz der Bringer. Wie geht's weiter? Frustriert kommt sie raus. Das hat's nun mal gar nicht gebracht. Der Tag läuft nicht so gut. What? All this? It's just Charlie. Shut your trap and get ready to question the suspect. Was in dem Koffer wohl drin ist? Folterwerkzeuge? Really? Süßigkeiten? You do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Ihr treuster Untergebener, Gail, der einzige, der halbwegs vernünftig zu sein scheint. Spiel ist ein reines Hörspiel. Die ganze Zeit Geräusche wie dieses. Es pocht und klopft. Ah, das ist der alte Herr von eben, vom Beginn des Spieles. Der den Boten empfangen hatte. My name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I am here to solve your problem. Excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, and by then you've already frozen your butt off. And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Look, anscheinend auch listen, nicht. This isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly.
They'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right, I'm here a little after hours. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, I... Please, go. Just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house, there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So why don't we... I've asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right, all right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. War das eine versteckte Drohung oder war das nur einfach ein etwas ungeschickter und aufdringlicher Vertreter? Da hätte es fast geknallt. Der alte Herr. Verfolgt fühlt er sich auf jeden Fall. Und rechnet mit dem Schlimmsten. Ein wenig Musik zur Entspannung. Meine lieben Dylan, Oliver und Edgar, ich würde alles geben, um mit euch auf der Veranda unseres alten Hauses zu sitzen, eine Zigarre zu rauchen, während wir uns den lieben langen Tag unterhalten. Ich weiß, ihr habt viele Fragen, viele sehr unangenehme Fragen. Es ist nur zu leicht, sie in meinem Kopf zu hören, aber umso schwerer ist es, die richtigen Antworten zu finden. Ist es wahr, was sie über dich sagen? Mein einziges Verbrechen war, mich und meine Familie versorgen zu wollen. Es tut mir nur leid, dass es so lange gedauert hat. Mein Verbrechen war, den falschen Menschen zu vertrauen. Ich wurde benutzt und weggeworfen wie Müll. Das sind die beiden Alternativen, die wir angeben können. Ich weiß nichts, wenig über mich, alles verschwimmt. Das ist die Variante, dass ich zu meinen Taten stehe. Das ist die Variante, dass ich im Prinzip auch dazu stehe, aber finde, ich hätte es geschickter machen können. So groß ist der Unterschied eigentlich nicht. Wir nehmen mal das hier. Ich wurde benutzt und weggeworfen wie Müll. Hatte mir die falschen Kumpane ausgesucht. Warum bist du aus Freeburg geflohen? Ah, ich bastel mein Charakter zusammen. Alles klar. Ich bin nicht weggelaufen. Ich brauche nur Zeit, um mich wieder zu sammeln, damit ich zurückkehren und meinen Namen reinwaschen kann. Manchmal ist Rückzug der einzige Weg zum Sieg. Oder ich bin weggelaufen, weil ich nicht im Gefängnis ermordet werden wollte. Ich weiß so viel über einen einflussreichen Verbrecher in der Stadt, dass sie mich nie den ersten Tag vor Gericht hätten erleben lassen. Das klingt etwas dramatischer. Ich hätte gerne eine spannende Geschichte.
Wir haben ein Geheimnis. Wir wissen etwas über einen ganz reichen Typen. Einflussreich und reich vermutlich auch. Welch einer der Schurken, der mich hat sitzen lassen. Das heißt, damit stehen wir potenziell auf der Seite der Guten oder der Justiz, weil wir vielleicht die Option haben, deren Kronzeuge zu werden. Vielleicht ist ja unser Charakter auch bereit, sich mit dem Sheriff anzufreunden. Warum ist Mutter wirklich weggegangen? Oh Gott. Weil sie beschlossen hatte, dass sie gerne einen Versicherungsagenten in den 30ern ficken wollte. Ich hoffe, dass er ihr genau das gegeben hat, was sie wollte. Also das sind die Fragen, die seine Söhne ihm stellen. Das klingt wie eine sehr schäbige Wahrheit. Oder Sally, eure Großmutter, hat mir mal gesagt, dass ich zu alt sei, keine Energie mehr habe und deswegen ist Laura gegangen. Ich habe damals nicht wirklich verstanden, was sie meinte, aber inzwischen glaube ich, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Das ist mir zu depressiv, dann lieber die wütende Seite. Hattest du auch eine Affäre? Ich, Ivo, nie und nimmer. Nein, das würde ich nicht so sagen. Zunächst hatte eure Mutter mich schon verlassen und es wäre seltsam, die Beziehung zwischen zwei Menschen eine Affäre zu nennen, wenn sie nur am Telefon geredet und sich niemals gesehen haben. Das ist Option 1. Oder eure Mutter war die mit der Affäre. Alles, was mir später zustieß, war nur ein Zeitvertreib, eine naive Traumvorstellung, die nie zur Wahrheit wurde. Auf jeden Fall ist es damit vorbei. Mein Zeitvertreib will mich ins Gefängnis bringen. Das ist ja interessant. Das ist ja sehr interessant. Mein Zeitvertreib will mich ins Gefängnis bringen. Ist der Zeitvertreib die Sheriff Lady? Warum hast du dich mit der Mafia eingelassen? Die Gewissensfrage, die die Söhne stellen. Ich bin nicht auf sie zugegangen. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wenn sie dir drohen, die Köpfe deiner Kinder an einen Kronleuchter zu hängen, dann tust du genau das, was sie dir sagen, ohne zu zögern oder Fragen zu stellen. Oder ich habe mit ihnen zusammengearbeitet, weil die Mafia nie besiegt, nur kontrolliert werden kann. Und ich mir ansehe, wie gut ich das Verbrechen in Freeburg kontrolliert habe, würde ich sagen, dass es ziemlich gut gelaufen ist. Ein großer, erfolgreicher Mafiosi in seiner Ex-Stadt in Freeburg, aus der er weggelaufen ist. Oder ein ganz harmloser, der eigentlich nur Drohungen gefolgt ist. War er ein einflussreicher Pater? Oder war er nur ein kleiner Fisch? Den einflussreichen Paten finde ich ein bisschen dramatischer und spannender. Hast du Menschen getötet, aber holla! Ich habe niemals ein Leben genommen, nie. Ich habe viele Schwächen, aber ich bin kein Mörder. Das sagt der Typ mit der Knarre. Oder nicht mit meinen eigenen Händen, aber ich habe Befehle gegeben, die zu Toten geführt haben. Manchmal waren das schlechte Menschen, manchmal nicht. Es hängt von euch ab, ob ihr denkt, dass mich das zum Mörder macht. So war es wohl. Der einflussreiche Pate. Der sagt, knips den aus und blas jenen weg. Wie geht's mir jetzt? Naja, sicher nicht so unglaublich gut. Oh, oder doch, mir geht es gut, abgesehen von der Trennung von eurer Mutter, der Flucht vor dem FBI, dem Überleben von zwei Komas. Ich weiß nur eines, ein drittes werde ich nicht überleben. Das ist der Standpunkt. Ich bin ein Wrack, oder? Ich beklage mich nicht, aber ich bin einsam. Ich fürchte, dass ich hier keine neuen Freunde finden werde. Freunde in meinem Alter führen ohnehin zu nichts, außer zu weiteren Begräbnissen. Das ist die verbitterte, einsame Situation, das passt ganz gut, dass er den Boten weggeschickt hat und ich mag ihn gerne etwas weniger klapprig als da oben, dann haben wir auch vielleicht etwas mehr Abenteuer. Warum bist du nicht einfach in den Ruhestand gegangen? Fragen die Kinder. Ich fange Verbrecher. Was anderes kann ich nicht. Das ist das Einzige, in dem ich gut bin. Ich bin nicht in den Ruhestand gegangen, weil ich meinen Job liebe und nicht zu alt war, um ihn weiterzumachen. Ehemaliger Verbrecher. Fangchef, Polizeichef in Freeburg. Oder? Weil ich nichts anderes zu tun hatte. Ich hatte nur noch ein leeres Haus und eine dreckige Scheune. Was sollte ich schon tun? Gemüse anbauen? All meine Werkzeuge sind schon lange verrostet. Nach einer Weile Ruhestand in der Umgebung hätte ich mir die Kugel gegeben. Das ist die pure Langeweile.
aus Liebe und Leidenschaft weiter Verbrechen fangen. Also wer den Teil 1 gespielt hat, This is the Police, der weiß, um welche Hauptfigur es hier geht. Der Protagonist von Teil 1 macht in Teil 2 weiter. Er macht aus Langeweile weiter. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst, dass ich gefangen, in einen Käfig gesteckt, zur Erheiterung anderer ausgestellt werde wie ein Zirkusfreak, dass ich keine Macht mehr über mein Schicksal habe, außer meinen Schädel gegen die Gitterstäbe zu schlagen. Oder ich habe Angst, dass ich meinen Namen nicht werde reinwaschen oder wenigstens meine Taten werde erklären können, vor dem Gesetz, vor Freeburg und am wichtigsten vor euch. Ihr verdient mehr als alle anderen eine Erklärung, deswegen schreibe ich diesen Brief. Na, ich hätte gerne mehr gewusst über seine Taten. Oder mir geht es einfach nur darum, dass ich versuchen möchte, irgendwie einsam über die Runden zu kommen. Ich wähle Letzteres. Auf gar keinen Fall eingeknastet werden, dann drehe ich durch. Was planst du als Nächstes zu tun? Ich habe mich stark verändert, aber Vorhersehbarkeit ist immer noch keine meiner Schwächen. Ich weiß, dass ich dringend etwas tun muss. Die Frage ist nur, wie weit ich gehen muss. Das kann ich euch noch nicht sagen. Es ist nicht so, dass ich euch nicht vertraue, Kinder, Söhne. Ich weiß nur nicht, was ich in 10 Sekunden werde entscheiden müssen. Ich weiß nicht, wie weit ich gehen muss. Klingt dramatischer und das hätte ich gerne. Mal schauen, welchen Einfluss das auf die Geschichte hat, dass dieser Brief rausgeht. An die Liebsten. Da sitzt wieder unser Sheriff. Ha! We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the Phase 3. Phase 3 is where we don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Forseti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in. And under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there. Ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take 2 cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Das ist ein Plan. 2 Gefechte stehen uns bevor. Die ersten beiden richtigen nach dem Tutorial. Hallo? Achso, da oben, das sind die beiden, okay. Drogenschmuggel und die Kneipe Forseti, das sind die beiden, das sind die Ereignisse, um die wir uns kümmern müssen, die auf der Karte auch angezeigt werden, das weiß ich. Ah, ich muss auf Fortfahren gedrückt halten, okay, jetzt geht's weiter. Und das hier sind die beiden Plätze da auf der linken Seite. Sehr witzig formuliert. Für jeden Einsatz gibt es ein Minimum an nötiger Professionalität. Damit unsere Polizisten einen Einsatz übernehmen können, muss die gesamte Professionalität dem nötigen Minimum entsprechen. Es geht um einen Professionalitätswert. Aha. Und das hier sind die Leute, die wir mitnehmen können in die Kneipe Forseti. Die Halstuhr-Gang versteckt eine große Lieferung Heroin in einem Haus am Stadtrand. Derzeit wohnt dort ein alter Mann.
Er arbeitet vermutlich mit der Gang zusammen, bewacht die Ware, das haben wir ja gerade schon gehört. Das sind die Leute, die wir mitnehmen können. Stehen immer nur zwei zur Verfügung, Fletcher und Bello. Und 600er Wert, den wir erfüllen müssen. Können wir ihn als Scharfschützen einsetzen? Nein, können wir nicht. Wir können ihn nur als... Er ist nur ein stinknormaler Polizist. Die beiden schicken wir mal los. Da fährt unser PKW hin. Von unserem Polizeihauptquartier aus. Schneefeld. Grün und blau wabern unsere Leuchtlampen über die Vorstadt. Und wetten, dass wir gleich auf den alten Mann treffen. Find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... while I interrogate the suspect, huh? You. What's your name, old man? Boyd. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you're... You don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I can't... I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Boah, hat er sich aufgeregt. Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Womöglich ein lebensrettender Anruf. Shit. Charlie, what the hell? Do you want... Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? Oh Gott, was ein Choleriker. So, Warren, filthy things like you, you drive me nuts. Because you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You think, you believe, you really, really believe that we'll never get to you. So you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Oh Mann, was für ein Typ. Well... This looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right?
Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. You said you're the sheriff? That's what I said. Are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. Do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff. Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so... It's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake. And I want to help you out here because I... There was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks. And you... You know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's... But that's not important. It's not that I'm trying... Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you, you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, that's... It's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, I... Would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box? It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there. My real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes, I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you, this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff! Sheriff Reed, let's talk! I'm begging you!
Sheriff Reed, let me... Do you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used, and I... You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say... You seem like the kind of person who... We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice, if that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder, that's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. I'm just... Well, just for a minute, forget about all that, the other. This whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell, and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? Sehr überzeugende Rede. I guess I'm going crazy. Jetzt geht es an das Puzzeln, an das Lösen von Fällen. Wir wollen die Indizien mal prüfen und schauen, ob wir ein Fünkchen Wahrheit herausbekommen können. Immer neue Features und Spielmechaniken, die wir hier kennenlernen. Das Erzähltempo, habt ihr schon gemerkt, das ist nicht das Allerschnellste. Manchen mag das nicht gefallen, andere dafür schon. Ich hoffe, euch gefällt es. Bis bald, euer WB.